Hallo und herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von Showcase aus dem Public Peace Studio. Mein Name ist Willi und ich würde euch heute gerne das Yamaha Clavinova Digital Piano CLP 735 etwas näher bringen. Setz mich auch direkt schon rüber ans Piano. Erster optischer Eindruck, das ist sehr schön gemacht, auch mit diesen Seitenstützen, also sieht erstmal auch aus wie ein Klavier. Geht dann auch direkt los mit der Tastaturabdeckung, die bei dem Instrument dabei ist. Ja, ansonsten ist ein Lautsprechersystem drin mit 2x30 Watt. Also auch laut genug, um einfach zu Hause spielen zu können. 88 Tasten, also ganz normale Klaviertastatur mit einer Synthetic Ivory Oberfläche. Das heißt also, die Tasten von der Oberfläche fühlen sich an, wie auch klassische Klaviertasten, sind also etwas griffiger. Die Tastatur selber, die Yamaha verwendet hat, nennt sich eben Grand Touch S und ist sehr dynamisch spielbar. Also der Effekt bei dieser Tastatur ist nicht nur, dass sie erkennt, wie man anschlägt oder wann, wie feste man anschlägt, sondern auch, wie schnell man anschlägt. Und das werden wir auch gleich hören. Macht sich schon bemerkbar, dass man sehr dynamisch und auch ganz leise Passagen spielen kann. Ja, ansonsten technische Dinge sind, man hat drei Pedale, wie beim Klavier oder wie beim Flügel auch eine Rückwand. Wir haben das jetzt hier aufgebaut in Schwarz-Matt. Es gibt das aber auch in Weiß-Matt, Schwarz-Hochglanz für einen kleinen Aufpreis, White Ash, Dark Rosewood, also palisanderartig, und Black Walnut ist dann noch eine Farbe, die es gibt. Aber was die Farben angeht, kann man natürlich gerne bei uns im Shop auch sehen. Auch so die ganz feinen technischen Details würde ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Von den Anschlussmöglichkeiten her, man hat einmal einen Aux-Out, dass man also das ganze Signal an einen Verstärker anschließen kann. Die zwei üblichen USB-Anschlüsse. Auch ein Line-In, dass man eben mit einem Smartphone oder iPhone direkt auch Musik über die Lautsprecher laufen lassen kann. Kopfhöreranschlüsse sind mit dabei. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste, was das Instrument hat. Ja, und auch für alle Keyboarder, MIDI In, Out ist natürlich auch noch vorhanden. Gehen wir mal auf die linke Seite. Also erstmal, wenn man vor dem Instrument sitzt, es gibt keinerlei Bedienknöpfe mehr. Es sieht also wirklich aus wie ein Klavier. Auf der rechten Seite lediglich der eine Ausschalter und der Lautstärkeregler. Ja, alles, was das Instrument kann, also Sound umschalten, es sind 38 Sounds insgesamt vorhanden oder auch die Bearbeitung von Sounds oder wenn man Musik aufnehmen möchte, das befindet sich alles auf der linken Seite. Dadurch hat man eben auch diesen aufgeräumten Eindruck und das erklärt sich schon sehr leicht von selber. Also man hat einmal den CFX Grand Sound, das ist so der bekannteste Yamaha Flügelsound. Oder der Bösendorfer Flügelsound, der kommt dann direkt. Klingt also insgesamt etwas weicher von der, vom Anschlag her und auch vom Sound. Alle anderen Klangfarben kann man dann einfach hierüber anwählen. Da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein. Metronom ist eingebaut, man kann Klangfarben übereinander legen, man kann Songs abspielen, Musik selber aufnehmen. Das ist alles dabei. So, und da ich jetzt ein bisschen mehr zeigen möchte, was das Instrument kann, wenn man ein Tablet anschließt, also es gibt von Yamaha eine Smart-App, die man kostenlos runterladen kann. Dann, wie wir es jetzt auch hier gemacht haben, kann man eben sein Tablet oder sein Smartphone über ein Verbindungskabel an den USB-Port anschließen. Dann ist das Instrument direkt verbunden. Und das machen wir jetzt auch mal. Dann wird das auch von der Anzeige her etwas interessanter. Im Display links ändert sich dann die Anzeige, dass man also in Communication ist mit dem, ja, hier ist es jetzt ein iPad, geht aber natürlich auch mit jedem anderen Tablet. Und wie man sieht, hier hat man jetzt schon mal diese ganzen Sounds auch nochmal bildlich hinterlegt. Oder auch, wenn man den Hall ändern möchte oder andere Effekte einstellen will. Also das
ist dann hier erstmal dieser Piano-Room, wo man sich befindet. Und hier kann man jetzt nochmal in diese Voice-Ebene gehen. Und da hat man eben auch diese 38 Klangfarben, die vorhanden sind, nochmal einzeln aufgezählt. Dann kann man sie auch direkt anwählen, ohne Bebilderung. Auch die berühmten DX7-Pianos. Was die Klangfarben angeht, am besten zu uns kommen und dass man sich einfach mal die Klangfarben einzeln anhört, weil das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles durchzugehen. Aber man sieht schon, Orgeln sind dabei, Streicher sind dabei, hat auch ein paar Bässe für die linke Hand und dann noch ein paar andere, wie dann auch eine Gitarre. Eine kleine Besonderheit ist ja auch bei dieser ganz neuen Serie von Yamaha, auch bei diesem 735er, dass man eben zwei Hammer-Klavier-Sounds hat. Eigentlich so aus der Richtung 17. Jahrhundert, also die sehr klassisch, deswegen auch Mozart und Chopin-Piano genannt. Und gerade wenn jemand solche Klaviermusik spielen möchte, kann er das jetzt sehr originalgetreu. Ja, wenn wir jetzt hier durch sind, geht es ja einmal um die Klangfarben selber. Aber dann gibt es hier noch einen Hinweis, eben Dienstprogramme. Und hier kann man doch schon eine ganze Menge, das sind also auch alles Funktionen, die man mit dem kleinen Display machen kann, aber doch am Tablet etwas besser erkennen kann. Also man kann das ganze Instrument verstimmen ganz leicht. Man kann die Tastaturanschlagskurven selber nochmal ändern. Oder auch die Funktionen des Pedals zum Beispiel, dass man, wenn man nachher Noten darüber laufen lässt oder diese Songs ablaufen lässt, dass man auch über das Pedal umblättern kann. Und man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch den Sound einzustellen. Eine Besonderheit sind diese binauralen Samples, die man auch abschalten kann. Würde man aber, glaube ich, kaum machen, weil in dem Moment, wo man unter dem Kopfhörer spielt und diese ersten beiden Flügelsounds von der Yamaha benutzt, klingen diese Sounds eben sehr räumlich, weil die mit zusätzlichen Mikrofonen aufgenommen werden. Man hat fast das Gefühl, in einem Konzertsaal zu spielen, obwohl man einen Kopfhörer auf hat. So, wenn man jetzt sich in dieser App bewegt, da sind ja noch ein paar kleine Hinweise. Jetzt gehe ich mal hier oben auf das Werkzeug und da sieht man eine ganze Menge an Funktionen, die man noch zusätzlich hat. Also man kann natürlich mit dem Piano-Sound, den man hat, zufrieden sein. Aber hier ist es dann doch so, dass man eine ganze Menge einstellen kann. Also man kann den Sound insgesamt heller machen. Und das auch mit dieser Anschlagskurve, die man eben auch so verändern kann, wie man sie gerne hätte. Stimmung sowieso, wenn man sie ändern möchte. Der besondere, dieses Virtual Resonance Modeling, was bei Yamaha mit drin ist, dass das Instrument insgesamt größer klingt, wenn man davor sitzt. Also, dass man mehr das Gefühl hat, auf einem Flügel zu spielen als auf einem Klavier. Diesen Effekt kann man hier zum Beispiel auch einschalten. Muss man auch hören, weil der Unterschied ist halt da. Aber man muss vor dem Instrument einfach sitzen. Wir lassen ihn auch an. Oder so Sachen wie Dämpferresonanzgeräusch. Wird auch immer einzeln erklärt, was das eigentlich für Funktionen sind. Ja, bis hin zu wird man vielleicht nicht so häufig benutzen, aber man kann auch noch jede einzelne Taste von diesem Piano stimmen wie bei einem Klavier. Ist vielleicht ein Effekt, den man nicht so häufig braucht, aber prinzipiell machbar und möglich. Aber alles Funktionen, die man mit der App eigentlich viel besser erkennen kann. Ja, und man kann das, was man sich selber da zurechtlegt an Klangfarben, an Klangkombinationen, also wenn man zwei Klangfarben miteinander kombiniert oder links die Tastatur splittet und eine andere Klangfarbe spielt, das auch als fertige Einstellung abspeichern. Das habe ich jetzt auch zum Beispiel mal gemacht. Und dann sieht man hier schon, einmal die linke Hand habe ich jetzt hier einen Bass. Und für die rechte Hand dann einfach zwei Klangfarben miteinander kombiniert. Die kann man also auch ganz leicht abschalten. Dann hat man hier nur das E-Piano. Oder liegt jetzt einfach diesen Leersound dazu. Und
das nächste wäre dann dazu, dass man das Metronom natürlich mitlaufen lassen kann, um jetzt im richtigen Timing zu spielen. Zusätzlich sind aber auch 20 Rhythmen mit an Bord. Und wenn man jetzt hier drauf geht, kann man eben diese verschiedenen Rhythmusarten aussuchen. Also geht natürlich hier mit dem Display auch, hier allerdings ein bisschen einfacher. Das Tempo lässt sich einspielen. Und dann hat man zu diesen 20 Rhythmen auch jeweils eine Bassbegleitung. Und in dem Menü kann man die dann auch aus- und einschalten. Wie das Ganze dann klingt. Das eben mit 20 verschiedenen Rhythmen, die man dann zur Auswahl hat. Auch Intros dabei, Endings dabei. Den Splitpunkt kann man jetzt hier verschieben, wo also die linke Hand anfangen soll, wo die rechte sein soll. Die Lautstärkeverhältnisse lassen sich dann nochmal untereinander regeln. Auch das lässt sich alles abspeichern, dass man das auch am nächsten Tag wieder hat. Dann gäbe es ja die Möglichkeit, selber Musik aufzunehmen als MIDI-File. Und man kann auch selber Musik aufnehmen, direkt als Audio-File. Also da ja ein Anschluss da ist für einen USB-Stick, kann man auch das, was man spielt, direkt auf den USB-Stick spielen, vielleicht seinen Freunden, Bekannten abgeben oder mal zum Kontrollhören. Also alles ganz einfach. Hier noch ein kleiner Mischer auch für die einzelnen Klangfarben, wo man Hall-Effekt oder Panorama noch ändern kann. Also es ist noch eine ganze Menge, was das Instrument kann, was man erst sieht, wenn man dieses, wenn man halt das Programm mit dazu einsetzt oder die Piano-App dazu einsetzt. Ja, und jetzt haben wir also Klangfarben einmal gezeigt, auch welche Möglichkeiten man hat, diese Klangfarben zu verändern. Aufnahmemöglichkeit ist sowieso da. Dann gibt es aber noch einen Song-Modus, weil das Instrument selber schon mal 50 verschiedene klassische Werke eingespielt hat. Die sind schon im Instrument drin, auch ein passendes Notenbuch dabei. Man kann sie aber hier jetzt direkt ablaufen lassen und auch die Noten direkt im Display sehen. Können wir auch gerade mal machen. Ich suche jetzt mal hier das erste direkt raus. Haben wir auch fertig. Und dann sieht man also schon, man hört nicht nur, was man da spielt, sondern man kann es direkt auch in Notenform sehen. Ja, kann dann natürlich transponieren, rechte, linke Hand abschalten, das Tempo ändern, Lautstärke ändern natürlich sowieso. Also das ist, ja, um wem das jetzt zu klassisch ist. Es gibt also zusätzlich noch 303 Übungen, die man dann auch hat. Also einfach Schnelligkeitsübungen, Geschicklichkeitsübungen, um die Hände zu trainieren. Die findet man auch da. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, eigene Songs, die man hat, einzuladen. Jetzt hier sind die als Demosong drin. Ich kann aber jetzt auch natürlich meine eigene Library haben. Das haben wir zum Beispiel hier mit Amazing Grace gemacht. Dann wird also ein Audio-File eingeladen und die App erkennt auch direkt die Akkorde. Also die Harmonien werden zugelegt. Man kann auch hier wieder alles transponieren oder im Tempo ändern. Oder dann eben auch einfach mitspielen. Ich kann das dann auch mal. Ist dann auch der Gesang dabei. Ja, was will man mehr? Im Grunde kann man auf die Art und Weise das, was man selber spielen möchte, sehr schnell raussuchen. Auch die Texte werden angezeigt, wenn Textdateien dabei sind. Oder kann das auch als Vorlage für sich selber zum Üben nehmen. Bis hin eben auch, wie gesagt, selber Sachen aufzunehmen. Das war also unser kleiner Rundumschlag vom Yamaha Digital Piano, dem neuen CLP 735. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch uns das natürlich sehr gerne mitteilen. Die Instrumente sind bei uns vorrätig, ihr könnt sie also gerne besuchen
und die Instrumente auch selber mal antesten, auch in den verschiedenen Farben mal sehen. Ja, und an dieser Stelle kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.